In diesem Video zeigen wir euch die Reithalle, die neben der Radrennbahn steht. So Leute, heute sind wir wieder mit meinem YouTube-Kanal am Start. So, ich bin wieder am Start mit meinem Kumpel bzw. einem guten Freund und Kollege. Und wir zeigen euch jetzt was relativ Großes. Es hat was mit Tieren zu tun und das zeigen wir euch in diesem Teil oder Film von Lost Place. Früher waren es die Radrennfahrer, die ihre Runden gedreht haben und zahlreiche Reitturniere, die stattfanden. Aber heute findet man nur noch eine verlassene Radrennbahn und eine verlassene Reithalle. Der Reitverein ist weit über 30 Jahre alt. Die Gebäude wurden 1961 1962 errichtet. Seit 1961 befinden sich die Reithalle und Stallungen im Erbbaurecht des Reitbundes. Bei der Reithalle ist auch noch eine kleine Wohnung dabei. Die Reitstunden waren immer gut besucht. Heute wird die Reithalle von vielen Graffiti-Bildern geprägt. Das Gelände ist 31.000 Quadratmeter groß. Laut diverser Online-Berichte soll die Halle und Stallungen abgerissen werden. Des Weiteren hieß es, über die weitere Nutzung wird später entschieden. Zweitausendsiebzehn wurde hier zuletzt geritten. Seit 2017 ist die Anlage verlassen und zerfällt Stück für Stück. Thank you.
Graffiti-Bilder lassen es nur erahnen. Trauriges Ende für die Reithalle. Viele Jahrzehnte wurde hier geritten. An dem Schrank sehen Sie noch ein alter Futterplan. Wo auf dem Dachboden noch Futter lagert, soll bald ein neues Gelände entstehen. Wo der Reitstiefel an die gute Zeit erinnert, gibt es verschiedene Überlegungen für das Gelände. Unter anderem es wieder zu renaturieren. Der Reiterbund war auch Bauherr der Gebäude. Vor langer, langer Zeit wurde hier auf dem Dachboden das letzte Mal etwas gelagert. Bald wird diese Reithalle Geschichte sein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann schauen Sie in unserem Kanal weitere spannende Filme.